dieses Mal halt eben ja vor der Kamera mit einem Thema, das mir durchaus auch am Herzen liegt, das auch uns hier in Heidelberg generell am Herzen liegt, nämlich das Thema Asteroiden. Und gerade am heutigen Asteroid Day, der ja so ein bisschen darauf aufmerksam machen soll, dass uns da vielleicht von Asteroiden aus dem Weltall Gefahren drohen, dann eben doch auch die ganz spezielle Frage, ja, wie ist denn das? Fällt uns da vielleicht jetzt demnächst was auf den Kopf, so wie es den Dinosauriern passiert ist? Müssen wir uns da Sorgen machen? Oder ja, ist das so ähnlich wie uns fällt ein Flugzeug auf den Kopf oder dergleichen? Also darum soll es heute gehen. Was passiert eigentlich, ja, wenn wir uns Krater in unserem Universum anschauen? Fangen wir mal mit dem Mond an. Den kennen wir alle. Vielleicht mal einen Blick mit dem Fernglas oder mit einem kleinen Fernrohr drauf werfen oder sogar schon mit dem bloßen Auge. Aber schon mit dem Fernglas kann man gut erkennen, dass da Krater drauf sind. Jede Menge sogar. Ich habe hier mal ein Bild, das ist vom April. Da ist der Mond ein bisschen größer als Halbmond und man kann schön erkennen, diese beiden großen Einschlagkrater, die wir auf dem Mond haben und auch schon direkt im Fernglas sehen können. Das ist unten einmal Tycho und etwas weiter oberhalb, da in den dunklen Bereichen, in den dunklen Meeren des Mondes Kopernikus. Es gibt noch jede Menge andere. Wenn man ein bisschen näher schaut, zum Beispiel, so wie das hier die Apollo-Astronauten gemacht haben, mal so aus der Flugperspektive, dann kann man regelrecht sehen, dass der Mond von Kratern vollkommen übersät ist. Kratern auch in wirklich in allen Größen hat. Da gibt es auch Krater in Kratern. Also wenn man hier in dem Bild mal genau hinschaut, da findet man halt in den großen Kratern, die da in dem Bild sind, jede Menge kleine Krater wiederum, die sich dann auch teilweise überlappen. Und ja, das heißt dann auch, die Krater sind jetzt auch vielleicht nicht alle zur selben Zeit entstanden, sondern in gewisser Weise gibt es dann so eine Art Reihenfolge, wenn also ein Kraterrand vom anderen weggefressen wird. Trotzdem sind die Krater auf dem Mond üblicherweise sehr, sehr alt. Woher wissen wir das? Ja, wir können einfach mal vergleichen mit unserer Erde zum Beispiel. Die sieht ja nämlich schließlich auf der Oberfläche ganz anders aus. Da haben wir deutlich weniger Krater. Und das liegt daran, dass auf unserer Erde die Krater ja, im Laufe der Zeit verschwinden. Durch Erosion, durch Plattentektonik, durch Vegetation, durch Wind und Wetter. Und dementsprechend nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr zu sehen sind. Wir wissen heutzutage tatsächlich, dass die meisten Krater auf dem Mond über 1 Milliarde Jahre oder noch viel älter sind. Und zum Teil halt eben sogar aus der Frühzeit unseres Sonnensystems stammen. Und nur ganz wenige von diesen Kratern, die wir auf dem Mond haben, eben tatsächlich in jüngster Zeit entstanden sind. Und was jung ist, naja, das ist in der Astronomie sowieso immer so ein bisschen relativ. Aber wenn wir mal schauen, zum Beispiel, Krater auf der Erde gibt es natürlich tatsächlich auch. Wenn man mal guckt, da gibt es zum Beispiel auf der Wikipedia eine ganze Liste von Einschlagkratern auf der Erde. Hier auf dem Bild sehen wir mit den markantesten und auch bestimmt einen der bekanntesten Krater überhaupt. Das ist der Beringer Krater in Arizona, in den USA, den man hier auch so richtig schön sehen kann als Luftbildaufnahme und der da den Kratern auf dem Mond durchaus ähnlich sieht. Also wenn man sich das mal so anschaut, der ist dann ja auch passenderweise in der Wüstenlandschaft. Das ist für den Krater übrigens ganz gut, dass der da in der Wüste ist. Dadurch wird er halt eben gut erhalten. Da regnet es selten, da wächst er auch nicht zu im Laufe der Zeit. Und heutzutage ist er halt eben eine Touristenattraktion. Der Krater selber ist ein bisschen größer als 1 Kilometer im Durchmesser und ja, so ungefähr 180 Meter tief. Und wenn man sich das Luftbild mal so anschaut, kann man sich das eigentlich auch ganz gut vorstellen. Der Körper, der da mal eingeschlagen ist, der war viel, viel kleiner. Also ungefähr ein Zehntel, vielleicht sogar noch viel kleiner als wie das. Das heißt also, diese Krater, die da entstehen, die sind ja durchaus viel, viel größer als das verursachende Objekt, was da irgendwann mal eingeschlagen ist. Der Krater hier, der ist jetzt auch noch vergleichsweise jung, wobei, naja, wenn wir das in Menschenzeitaltern hernehmen, dann sind so 50.000 Jahre auch wieder nicht allzu viel. Aber es gibt halt auf der Erde tatsächlich auch noch andere Krater, die deutlich älter sind. Und da haben wir dann tatsächlich auch in Deutschland einen sozusagen vor der Haustür. Das ja, ist das Nördlinger Ries.
Und da ist das schon viel, viel schwieriger, den Krater als solches zu erkennen. Ich habe hier mal eine relativ bekannte Luftbildaufnahme des Nördlinger Rieses hergenommen. Die ist deshalb bekannt, weil das eigentlich immer genau dieses Bild gezeigt wird, wenn man das Nördlinger Ries darstellen will. Und man kann da jetzt tatsächlich so ein bisschen andeutungsweise den Krater erkennen, den wir da haben, der jetzt hier nochmal viel, viel größer ist als der Beringer Krater. Das Nördlinger Ries hat so ungefähr 25 Kilometer im Durchmesser. Und man sieht hier eben am Kraterrand einmal, dass diese Kraterränder bewaldet sind und jetzt hier auf diesem Bild da dann halt eben auch nochmal durch die kleinen Schäfchenwolken, die sich da an diesen Wäldern gebildet haben, nochmal so ein bisschen rausgestellt werden. Tatsächlich ist es so, wenn man mal in der Gegend ist, es gibt nur ein paar ganz wenige Stellen, wo man tatsächlich auch wirklich den Eindruck hat, dass man da einen Krater vor sich hat oder gerade halt eben auch, dass man da in einem Krater drinne ist. Das Nördlinger Ries ist nämlich viel, viel älter. Das ist ja fast 15 Millionen Jahre alt. Also da ist dann schon mal jede Menge Zeit mehr vergangen, wo halt eben ja, dieser Krater im Laufe der Zeit auch wieder verschwinden konnte. Nicht ganz so weit weg vom Nördlinger Ries gibt es auch noch einen kleineren Einschlagkrater, das Steinheimer Becken. Und ja, andeutungsweise gehören die zwei zusammen. Das heißt also, vielleicht ist da tatsächlich irgendwann mal ein Asteroid mitsamt Mond eingeschlagen. Also halt so ein kleiner Gesteinsbrocken, der das Ganze halt begleitet. Wie genau dieser Körper beschaffen war, der da mal eingeschlagen ist, das weiß man nicht so richtig. Man kann ungefähr abschätzen, dass der vielleicht kleiner als ein Kilometer gewesen ist. Was man auf jeden Fall weiß, ist, ja, dass das, was diesen Einschlag da ausgelöst hat, Auswirkungen hatte, die noch mal viel, viel weiter gegangen sind, als wie das, was man dann schließlich und endlich hier bei dem Krater von 25 Kilometern Durchmesser sieht. Denn ja, das ganze Material, das ursprünglich mal an der Stelle sich befunden hat, wo jetzt der Krater ist, das wurde weit weggeschleudert und zwar in dem Falle teilweise hunderte, fast 1000 Kilometer weit. Man findet nämlich aufgeschmolzenes Gestein, ja, glasartiges Material, sogenannte Tektite, heutzutage in Tschechien und kann die ja, zurückführen sozusagen auf das Nördlinger Ries. Das gehört also sozusagen zusammen. Da ist also Zeug wirklich hunderte von Kilometern bei der Entstehung dieses Kraters weit weggeflogen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn das passiert, wenn da also wirklich Material so weit weggeschleudert wird, dass so ein großer Einschlag von einem Brocken von vielleicht einem Kilometer Größe, dass der dann halt tatsächlich auch einen halben Kontinent verwüsten kann. Also wenn etwas von der Größe dessen, was das Nördlinger Ries hat entstehen lassen, passiert, ja, dann sollte man sich vielleicht tatsächlich nicht nur in der Gegend Nördlingen Sorgen machen, sondern ja, in ganz Deutschland und darüber hinaus. Tatsächlich ist es übrigens so, dass man noch gar nicht so lange weiß, dass das Nördlinger Ries tatsächlich ein Einschlagkrater ist. Man hat eine ganze Zeit lang geglaubt, ja, das könnte auch was anderes gewesen sein, vielleicht Überreste von Vulkanismus, also so ein Vulkankrater. Und erst ja, vor etwas über 50 Jahren, ja mittlerweile auch schon deutlich mehr, im Vorfeld sozusagen, aber auch der Mondlandung, hat man da dann tatsächlich auch mal sorgfältige Gesteinsuntersuchungen gemacht, wobei dann halt eben wirklich sich klar herausgestellt hat, ja, dieses Material, was man hier gefunden hat, diese speziellen, auch aufgeschmolzenen Sachen, die können nur bei einem Einschlag entstanden sein. Wie muss man sich das vorstellen mit dem Einschlag? Das ist hier mal so ein bisschen schematisch dargestellt. Also da kommt irgend so ein Brocken und dieser Brocken, der kommt verdammt schnell. Und ja, die Geschwindigkeiten, die der üblicherweise mitbringt, die liegen so im Bereich 20, 30, 40 Kilometer pro Sekunde. Also nicht Kilometer pro Stunde, sondern Kilometer pro Sekunde tatsächlich. Also wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Und ja, mit der Geschwindigkeit trifft er auf die Erde. Das heißt, als allererstes Mal trifft er auf die Erdatmosphäre. Und ja, da tritt dann jede Menge Reibung auf und ein Teil unseres Brockens wird bei der Gelegenheit dann erstmal gleich verdampft, denn die Reibung, die heizt den an seiner Oberfläche ordentlich auf. Trotzdem ist aber immer noch genug übrig geblieben, um tatsächlich auch unten anzukommen. Nicht mehr ganz so schnell, aber immer noch schnell genug, dass dieser Frontalzusammenstoß, der da sozusagen passiert ist, dass der halt auch wirklich extreme Auswirkungen hatte. Ja, bei dem Zusammenstoß schlagartig so viel Energie frei geworden ist,
dass im wahrsten Sinne des Wortes eine Explosion gegeben hat. Und diese Explosion ist es dann halt eben auch, die das Kratermaterial so weit wegträgt. Bei der Gelegenheit übrigens das ganze Zeug, was da weggeflogen ist, auch noch natürlich ordentlich aufheizt und dann halt eben wirklich so stark aufheizt, dass Gesteinsmaterial zum Beispiel schmilzt, dass Glasschmelzen entstehen. Das heißt, das Zeug, was da hunderte Kilometer weiter runter regnet, das ist dann auch noch heiß und setzt bei der Gelegenheit auch noch alles in Brand. Am Kraterort selber bildet sich erstmal dann natürlich der Krater selber aus, also als Loch in der Mitte ergibt sich dann halt so eine Aufwölbung, wo dann das ganze Material versucht von unten nachzurücken sozusagen. Das rückt dann nochmal wieder weiter. Das kann man bei Mondkratern manchmal als sogenannten Zentralberg tatsächlich auch sehen. Und die Verwerfungen, die dabei entstehen, hat man im Nördlinger Ries teilweise auch sehr, sehr schön geologisch untersuchen können. Damit wir uns das jetzt einfach tatsächlich auch mal selber angucken, können wir uns einfach mal ein kleines Experiment vorstellen. Das kleine Experiment hier, das sehen wir jetzt hier. Ich habe hier mal eine Schüssel mit Mehl. Und diese Schüssel mit Mehl, die hat obendrauf eine Schicht mit Kakaopulver einfach obendrauf gestreut. Die ist sozusagen oberste Erdkrustenschicht sozusagen. Und jetzt lasse ich da von oben einfach mal was reinfallen. Und was wir da jetzt schon schön sehen können, ist, dass hier jetzt beim Reinfallen wirklich das Material von unten, also das helle Mehl, über die dunkle Kakaoschicht drüber geflogen ist und dann halt eben das ist, was eben auch viel, viel weiter ja geflogen ist, als wie der Krater dann selber groß geworden ist. Ich lasse mal nochmal so ein Steinchen reinfallen hier. Ja, da wird der Krater dann auch durchaus nochmal ein bisschen größer. Also genau solche Strukturen, wie wir sie jetzt hier in Mehl und Kakao tatsächlich auch sichtbar gemacht haben, die können wir auf dem Mond tatsächlich sehr, sehr schön auch live sehen. Ich habe hier nochmal dann tatsächlich auch einfach mal gezeigt, ein bisschen größer halt eben auch, als kleines Zeitlupenfilmchen, wie dieser Pseudo-Einschlag in dem Mehl abläuft. Und da kann man dann halt auch tatsächlich sehen, wie das Material hochgeschleudert wird. Also hier das Ganze eben auch nochmal ein bisschen größer. Hier das zweite Filmchen, was ich auch noch mitgebracht habe, ist das Ganze noch mal ein bisschen größer. Hier lassen wir jetzt mal eine Boule-Kugel einfach in den Sandkasten fallen, auch wieder in Zeitlupe. Und wenn man da mal ganz genau hinschaut, dann kann man richtig gehend auch sehen, wie sich diese Stoßwellen ausbreiten, die beim Einschlag passieren. Unsere kleinen Modellversuche hier, die sind jetzt natürlich nicht so ganz realistisch, denn unsere Asteroiden sozusagen, unsere Einschlagsobjekte, die wurden nicht zerstört. Das passiert nämlich mit den echten Asteroiden auf jeden Fall. Die kommen mit so viel Karacho und diese Explosion, die den Krater entstehen lässt, zerstört normalerweise den Asteroiden, dass da maximal einzelne kleine Bröckchen oder Meteoriten noch übrig bleiben. Beim Nördlinger Ries beispielsweise ist es so, dass man nie so richtig Reste des echten Körpers gefunden hat. Das ist allerdings jetzt auch nach 15 Millionen Jahren nicht weiter verwunderlich. Beim Beringer-Krater dagegen funktioniert das tatsächlich. Also da hat man dann auch wirklich irgendwann Meteorite gefunden. So, jetzt wollen wir uns dann tatsächlich aber auch wirklich mal die Objekte anschauen, die denn da wirklich auch einschlagen bei uns auf der Erde. Womit haben wir es da zu tun? Dazu müssen wir uns mal in unserem Sonnensystem ein bisschen genauer umgucken. Was haben wir denn da überhaupt? Wir alle kennen die Planeten unseres Sonnensystems. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Dann gibt es da oben drauf noch 5 Zwergplaneten. Pluto natürlich, der bekannteste. Aber von der Anzahl her, die überwiegende Zahl sind Asteroiden. Kleinkörper, die übrig sind aus der Entstehung unseres Sonnensystems. Fast 1 Million Stück kennen wir davon mittlerweile. Stand von Anfang des Monats wären 963.399. Und wenn man da in ein paar Tagen die neuen Zahlen abruft auf der zentralen Datenbank beim Minor Planet Center in den USA, die Asteroidendaten sammelt, dann werden das nochmal wieder deutlich mehr sein. Denn tagtäglich werden neue Asteroiden entdeckt.
Da oben drauf kommen übrigens auch noch ein paar Kometen, aber ja, so etwas mehr als 4000 Stück kennt man da im Moment. Aber die kann man gegenüber den Asteroiden eigentlich schon vernachlässigen, obwohl auch Kometen rein theoretisch halt eben auf der Erde oder auf dem Mond einschlagen könnten, wenn sie uns dann in die Quere kommen. Wichtig ist jetzt aber, von diesen fast 1 Million Asteroiden, die man kennt, sind die allermeisten eigentlich viel zu weit weg. Die befinden sich normalerweise auf Umlaufbahnen, die irgendwo so zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter in unserem Sonnensystem liegen und dementsprechend absolut, ja, stinklangweilig, würde man fast schon sagen. Also denen kommt man normalerweise überhaupt nicht in Kontakt, es sei denn, man schickt eine Raumsonde durch den Asteroidengürtel und selbst da muss man vorher genau hingucken, wenn man einen besuchen will, dass man den auch tatsächlich trifft und nicht einfach durch den eigentlich sonst trotzdem fast leeren Asteroidengürtel einfach so durchfliegt. Trotzdem gibt es aber auch ein paar von den Asteroiden, die an Stellen sind, ja, die so ein bisschen außergewöhnlich sind. Einige davon haben sich sozusagen von Jupiter auf Umlaufbahnen zwingen lassen, die der Jupiterbahn entsprechen und dem laufen dementsprechend vorne dran oder hinterher. Und dann gibt es tatsächlich auch welche, die halt eben ganz weit draußen sind, vielleicht sogar noch hinter der Umlaufbahn des Neptun, die heißen dann transneptunische Objekte. Oder halt aber eben tatsächlich auch diejenigen, deren Umlaufbahnen sie halt näher an die Sonne ranführen und die dann vielleicht tatsächlich auch der Erde nahe kommen. Wir zählen mittlerweile etwas über 23.000 Asteroiden zu den sogenannten Near-Earth-Objects oder erdnahen Objekten, erdnahen Asteroiden und Kometen. Die müssen, um so genannt zu werden, mindestens das 1,3-fache des Abstands Erde-Sonne an die Erdumlaufbahn heran, an die Sonne herankommen. Und wenn man aber jetzt da noch mal ein bisschen genauer hinkommt bei diesen über 23.000 Stück, dann sind auch bei denen jetzt eigentlich die allermeisten wieder nicht die, wo wir sagen, ja, die sind tatsächlich irgendwie ein Problem, weil auch dieser Abstand, diese Abstandsregel, die man hat einfach für die Bezeichnung erdnah, die heißt ja jetzt noch lange nicht, dass erdnah auch wirklich bedeutet, trifft irgendwann mal auf die Erde. Es gibt im Moment 2114 Stück, die man als potenziell gefährlich bezeichnet oder auf Englisch potentially hazardous asteroids. Bei denen hat man den Minimalabstand nochmal weiter runtergesetzt und zwar auf den 0,05-fachen Abstand, also 5% des Abstands Erde-Sonne. Das entspricht etwas weniger als 20 Mal der Entfernung Erde-Mond, die diese Umlaufbahn von diesen Körpern halt eben den Abstand zur Erdumlaufbahn haben dürfen. Also wenn man bis auf etwas weniger als 20 Mal den Abstand Erde-Mond herankommt, dann ist man potenziell gefährlich, wenn man auch noch eine gewisse Größe erreicht. So ungefähr 140, 150 Meter groß hat man da als Grenze festgesetzt, denn das wäre so die Größe, ab der man sagt, ja, haben wir jetzt tatsächlich auch mal größere Schäden und da wird vielleicht nicht nur irgendwie so ein kleinerer Krater irgendwo auf irgendeiner Wiese entstehen, sondern da gibt es dann tatsächlich halt auch Material, was ordentlich weit wegfliegt, was dann vielleicht auch tatsächlich, wenn es ganz blöd kommt und eine Stadt trifft, dann diese Stadt auch tatsächlich ausradieren könnte. Dementsprechend, wir haben die Zahl von Asteroiden, von denen wir sagen, wir möchten die jetzt im Auge behalten, schon mal deutlich reduziert. Ein paar Kometen gibt es da auch, von denen wir sagen, ja, auf die sollte man auch ein Auge haben. Das sind im Vergleich zur Gesamtzahl deutlich mehr. Das liegt daran, dass die Umlaufbahnen von Kometen generell ja deutlich exzentrischer sind, also deutlich mehr von der Kreisbahn abweichen und dass die sich auch teilweise sehr, sehr leicht auf neue Umlaufbahnen ablenken lassen. Jetzt ist es allerdings so, dass diese großen Asteroiden gar nicht so häufig sind. Ich habe das hier mal versucht, so ein bisschen darzustellen, denn ja, tatsächlich ist es so, dass ja, die Zahl der Asteroiden immer weiter abnimmt, wenn ich immer größere Gruppen sozusagen, wenn ich Gruppen zusammenfasse von immer kleineren Größen. Ganz links ist mal dargestellt, in Grau im Vergleich zum Mond, wie die größten Asteroiden, die wir im Asteroidengürtel haben, so aussehen. Und da sieht man schon, die sind, selbst die allergrößten von denen, die wir kennen, sind deutlich kleiner als der Mond. Und
Ja, alle anderen, die noch dazukommen, sind dann halt eben nochmal deutlich kleiner. Das Tortendiagramm versucht das auch mal so ein bisschen zu verdeutlichen, indem es die Masse aufträgt. Und ja, in dem Tortendiagramm, der dunkelblaue Teil ist Ceres, eigentlich auch noch ein Kleinplanet. Und halt eben in dem linken Teil halt die orangene Kugel ganz, ganz links, also der größte Brocken im Asteroidengürtel, ist eigentlich ein Zwergplanet, Ceres, und der nimmt in diesem Tortendiagramm etwas mehr als ein Viertel ein. Der zweite, der dann kommt, ist Vesta, also das zweitgrößte Objekt, auch wieder einen großen Teil in dem Tortendiagramm, der Gesamtmasse, also wirklich alle Asteroiden zusammen, die wir im Asteroidengürtel haben. Und wenn man da mal genau guckt, in dem Tortendiagramm, der dunkelblaue, der rote, der grüne und der lilane zusammen, also die ersten vier, nehmen schon die Hälfte der Gesamtmasse ein. Und alles andere, was da dann noch kommt danach, das wird dann immer weniger. Und tatsächlich ist es so, dass wir halt gerade die ganz, ganz großen Asteroiden teilweise schon jahrhundertelang kennen. Die allerersten Asteroiden wurden halt schon vor über 200 Jahren entdeckt. Und es ist natürlich auch klar, je größer so ein Brocken ist, desto leichter lässt er sich auch entdecken. Und die Asteroiden, die uns heute in die Finger gehen, die sind normalerweise halt eben deutlich kleiner. Und dass einem so ein Kilometer großer Brocken, der halt tatsächlich auch der Erde nahe kommt, in die Fänge gerät, das ist teilweise schon halt eben auch wirklich selten. Wie funktioniert das mit dem Entdecken von Asteroiden und Kometen? Ja, im Prinzip muss ich Glück haben und mit meinem Teleskop und naja, mit bloßem Auge oder besser gesagt mit dem Auge am Okular wird es schwierig. Aber wir gucken einfach mal mit Teleskop und Kamera an eine bestimmte Stelle am Himmel. In dem Fall hier jetzt mal habe ich das gemacht für einen Asteroiden, von dem ich schon wusste, wo er sein sollte. Und habe einfach mal ein paar Bilder gemacht, in einem Abstand jeweils von einer Viertelstunde. Und wenn man diese drei Bilder da mal vergleicht, den Asteroiden habe ich eingekringelt in Rot, der Kringel ist natürlich in echt nicht da, dann sieht man, dass der eingekringelte Asteroid sich von einem Bild zum nächsten weiter bewegt hat. Und genauso findet man die. Also man macht Bilder von einem und demselben Himmelsausschnitt und fotografiert denselben Himmelsausschnitt nochmal später und dann vergleicht man diese Bilder und guckt, ob sich da was bewegt hat. Und naja, da muss man halt natürlich auch noch abgleichen, ist das jetzt einer von den Asteroiden, die man schon kennt, also einer von den 963.399, oder ist das womöglich ein neuer? Jährlich kommen auf diese Art und Weise mehrere 10.000 Asteroiden dazu und eine Handvoll Kometen auch noch. Dafür gibt es mittlerweile Teleskope, die genau dafür da sind, halt eben diese Entdeckungen zu machen. Die machen das als sogenannte Durchmusterung, das heißt, die schießen ein Bild des Himmels in die Richtung, dann wird das Teleskop ein Stückchen weitergerückt und es wird das nächste Bild gemacht, nochmal weitergerückt, nächstes Bild machen und dann dreht das Teleskop so eine Schleife und fängt irgendwann vorne wieder an, wieder dieselbe Himmelsregion, zweite und so weiter, bis diese Bilderserie von drei oder vielleicht noch mehr Bildern zusammen sind. Und so sucht man die dann. Und auf genau die gleiche Art und Weise würde man zum Beispiel halt eben auch Kometen finden. Ja, diese Suchteleskope, was finden die denn so? Gerade jetzt vielleicht an erdnahen Asteroiden. Ich habe das hier mal aufgezeichnet in verschiedenen Farben für die verschiedenen Suchprogramme. Wie die jetzt heißen, ist für uns jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Aber wichtig ist, wie viele von diesen Asteroiden haben diese Suchprogramme pro Jahr entdeckt. Diese Statistik hat man hier mal so angefangen 1995, also schon eine ganze Weile zurück. Und da sieht man, die Entdeckung, und in dem Falle, die Grafik zeigt das nur für erdnahe Asteroiden, also wirklich wo die Umlaufbahn jetzt halt eben tatsächlich auch schon an die Erdumlaufbahn vergleichsweise nahe ranreicht, also diese 23.000 Stück. In welchem Jahr hat man die entdeckt? Und wenn man da mal so guckt, also diese Balken da, die gehen immer noch hoch. Das heißt also, pro Jahr werden nach wie vor immer mehr und immer mehr von diesen erdnahen Asteroiden entdeckt. Wir haben die also längst noch nicht alle. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben die noch nicht alle. Das werden noch nicht weniger. Aber wenn man mal guckt, wenn ich das so ein bisschen eingrenze, in dem Falle jetzt zum Beispiel auf die potenziell gefährlichen, also auf die, die wirklich größer als 140, 150 Meter sind. Da kann man jetzt schon so eine gewisse Stagnation sehen. Also, dass ja die Zahl der zumindest der pro Jahr gefundenen Asteroiden nicht immer weiter zunimmt. Ne?
Solche Kurven haben wir alle jetzt zu Corona-Zeiten in letzter Zeit häufiger gesehen. Also hier zumindest die Zahl der Krankheitsfälle, / neu entdeckten erdennahen Asteroiden, nimmt nicht weiter zu. Oder naja, im Großen und Ganzen zumindest. Ne? Der Balken hier für 2020, der ist natürlich erst am Wachsen, der hat noch eine ganze Menge Zeit halt eben, um halt hier eben tatsächlich auch weiter zu wachsen, dann natürlich auch noch bis zum Ende des Jahres. Wenn ich jetzt hier das gleiche Diagramm nochmal anschaue für die richtig großen Brummer, also für diejenigen, die größer als 1 Kilometer sind, also sowas wie Nördlinger Ries, dann nimmt die Zahl tatsächlich ab. Und wenn man da jetzt mal die Y-Achse anguckt, ist die Zahl auch schon deutlich kleiner geworden natürlich auch. Also da kommen wirklich pro Jahr nur noch 1 oder 2 oder so überhaupt dazu. Das heißt also, da können wir jetzt langsam aber sicher tatsächlich auch davon ausgehen, dass wir diese ganz großen Brocken mit Kilometergröße und der Erde nahe kommen, jetzt auch tatsächlich so langsam alle haben und es nicht mehr lange dauern wird, bis da wirklich gar keine mehr gefunden werden oder nur noch einer alle 10 Jahre oder sowas. Und dementsprechend ist das natürlich ganz gut, denn sobald wir sie gefunden haben, können wir die natürlich auch im Auge behalten, ihre Umlaufbahnen genauer berechnen und uns anschauen, was passiert denn mit denen in der Zukunft. Müssen wir uns über irgendwelche von denen tatsächlich Sorgen machen? Dafür gibt es eine simple Skala, so eine Art Ampel, die sagt, ist überhaupt nicht schlimm, ist etwas, wo man aufpassen sollte. Wenn die Ampel grün ist, könnte die ja vielleicht auf gelb springen. Gelb ist sowas wie ja jetzt aber mal hier bisschen genauer hingucken. Und naja, rot ist tatsächlich ein Problem. Bei rot sollte man nicht mehr auf die Straße gehen. Beziehungsweise rot heißt in dem Falle tatsächlich, könnte ein Problem darstellen. Bei dem Diagramm muss man ein bisschen genauer hingucken. Das ist nämlich ganz gemein. Das hat 2 logarithmische Achsen. Auf der Achse von links nach rechts ist die Wahrscheinlichkeit des Einschlags. Also wie wahrscheinlich ist das, dass so ein Asteroid tatsächlich einschlägt? Und ganz, ganz links ist die winzig, winzig klein. Also sowas wie, Flugzeug fällt mir auf den Kopf. Und wenn die so klein ist, dann muss ich mir auch keine Sorgen machen. Wenn die 1 ist oder 100%, ja, dann fällt er mir halt auf den Kopf. Kann halt auch irgendwas dazwischen sein. Und wenn sie 1 ist, wenn ich also sicher weiß, dass er runterfällt, dann muss ich mir überlegen, ja, was tue ich denn? Kann ich was dagegen machen? Kann ich den Asteroiden irgendwie ablenken? Lasse ich den vielleicht tatsächlich sogar einschlagen, wenn ich ausrechnen kann, ja, der fällt in irgendeine Gegend runter, wo jetzt zum Beispiel gar keine dichte Besiedlung ist und sorge lieber dafür, dass ich die Leute evakuiere, die an der Stelle sind. Das geht natürlich nur bei einem Asteroiden, der nicht zu groß wird. Deshalb hat dieses Diagramm hier auch nochmal so Schrägeinstufungen für die Größe. Und das versucht die Y-Achse so ein bisschen einzustellen, nämlich die Energie, die so ein Asteroid mitbringt. Das geht einmal einher mit der Geschwindigkeit, aber halt eben auch mit der Größe, mit der Masse einfach an Materie, die da einherkommt. Und wenn man sich diese Skala da jetzt mal anguckt, es gab tatsächlich eigentlich nie einen Asteroiden, den wir kennen, also den wir persönlich sozusagen als Menschheit wahrgenommen haben in den Klassen 9 und 10. Es gab 8er, das sind Asteroiden, die auf die Erde gekommen sind, wo aber nicht wirklich was passiert ist. Wo es vielleicht kleinere Krater gegeben hat, wo vielleicht auch mal ein Hausdach durchschlagen wurde oder eine Kuh getroffen, aber jetzt zum Beispiel nie irgendwie irgendwelche größeren Katastrophen passiert sind. Normalerweise, wenn die ganz, ganz klein sind, dann liegt das sogar noch unter der 8, nämlich wenn einfach nur kleine Steinchen, wenn einfach kleine Meteoriten runterfallen. Ja, und wenn ich zu kleineren Wahrscheinlichkeiten gehe, dass der runterfällt, ja, dann kommt natürlich halt auch noch mit ins Spiel, ja, wie viel Sorgen mache ich mir denn jetzt überhaupt? Von den Asteroiden, die ja in der Erdumlaufbahn, in der Umlaufbahn um die Sonne rumschwirren, gab es eigentlich nur einen, den man ein bisschen länger im Auge behalten hat, weil er es tatsächlich mal in die Stufe 4 geschafft hat, also da in den gelben Bereich, das ist der Asteroid Apophis. Nachdem man den 2004 entdeckt hat, musste man da erstmal ein bisschen länger hingucken, um sich sicher zu sein, nee, also die Wahrscheinlichkeit ist doch so klein. Das ist tatsächlich so. Häufig wird kurz nach der Entdeckung die Wahrscheinlichkeit noch vergleichsweise groß sein, dass er vielleicht irgendwann mal einschlägt, weil man es da noch gar nicht so genau weiß, weil man da die Umlaufbahn noch nicht genau kennt. Aber je länger man die dann beobachtet und dementsprechend genauer berechnen kann, ja, wo wird der denn in Zukunft sein, kann man dann irgendwann auch tatsächlich mehr oder weniger ausschließen, dass er tatsächlich runterfällt. Genau das ist bei dem Apophis passiert.
Mittlerweile ist er in Stufe 0, also sogar außerhalb des grünen Bereiches, gelandet. Und naja, es gab eigentlich nur einen Asteroiden, der es auch wirklich für mehrere Jahre in die Stufe 1 geschafft hat, aber auch der ist mittlerweile aus der Stufe schon wieder verschwunden. Und im Moment gibt es tatsächlich überhaupt keinen Asteroiden, über den man sich wirklich in irgendeiner Form Sorgen macht. Am meisten hat man im Moment im Auge den Asteroiden Bennu zum Beispiel, der ja auch besucht wurde von einer Raumsonde, von der wir mittlerweile Bilder haben. Bei dem könnte vielleicht irgendwann mal, aber auch jetzt nicht mit einer Wahrscheinlichkeit, die irgendwie in ganzen Prozenten liegt, irgendwann in ein paar Jahrhunderten mal es irgendwann kritisch werden. Aber selbst das ist halt eben sehr, sehr gering von der Wahrscheinlichkeit her. Und dementsprechend, ja, noch ein allerletztes Diagramm sozusagen. Das heißt, nein, aber fast. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt tatsächlich, dass uns irgendwas ganz Großes auf den Kopf fällt? Dieses Diagramm hier versucht das einfach mal mit so einer Gerade, die da einmal quer durchläuft, so ein bisschen zu zeigen. Ist jetzt leider auf Englisch beschriftet. Was haben wir da? Also oben steht dran Asteroid Diameter, also wie groß ist der Durchmesser des Asteroiden in Metern? Und dann, die Skala fängt da an mit 4 und geht bis 9000, also 4 Meter bis 9 Kilometer. Und unten ist das gleiche nochmal wieder aufgetragen wie bei dem Diagramm eben mit der Energie, die dann mitbringen. Und naja, die Y-Achse sagt uns sowas wie, ja, wie häufig passiert denn das? Und steht dann jetzt halt auch wieder dran, every year, also einmal pro Jahr kommt sowas, einmal pro Jahrhundert, einmal alle 10.000 Jahre und so weiter. Und mehr oder weniger kann man sich entlang dieser Gerade, die da eingezeichnet ist, entlang hangeln. Und dementsprechend steht, da ist da tatsächlich sowas wie, ja, die Gerade fängt bei 4 Metern an und 1 oder einmal pro Jahr. Das heißt, einmal pro Jahr kommt so ein Asteroid mit 4 Metern Größe und trifft die Erde. Kriegen wir normalerweise gar nichts mit, denn von den 4 Metern kommen nicht 4 Meter auf der Erde an. Wie gesagt, wenn der auf die Erde trifft, dann trifft er nicht direkt erstmal auf die Oberfläche, sondern als allererstes auf die Atmosphäre. Mit der Reibung wird das meiste wegverdampft. Und von so einem 4 Meter Brocken bleiben normalerweise nicht viel mehr als eine Handvoll kleiner Meteorite, Handvoll kleiner Gesteine übrig. Wenn das dann größer wird, dann bleiben halt natürlich auch größere Brocken übrig. Aber es tritt halt eben auch seltener auf. In dem Diagramm eingezeichnet ist auch das sogenannte Tunguska-Ereignis, was zum Anlass genommen wurde, halt eben diesen heutigen Asteroid Day zu begehen. 1918 passiert in Sibirien. Ein Ereignis, das heutzutage noch ein bisschen rätselhaft ist, das aber ja, deutlich energiereicher jetzt gewesen ist als so ein 4-Meter-Asteroid. Aber sowas tritt dann halt auch nicht mehr allzu häufig auf. Höchstens mal alle ja, paar hundert Jahre oder vielleicht sogar nur alle 1000 Jahre. Dann ist da auch eingezeichnet mit so einer gestrichelten Linie, die einmal quer runter geht, Threshold of Global Catastrophe. Also das ist dann sowas wie, ja, also wenn sowas passiert, dann hat es globale Auswirkungen. Das ist das nicht nur was, was jetzt irgendwie lokalen kleineren Krater verursacht und wo ein paar Kilometer weit irgendwelches Gestein wegfliegt, sondern ja, wo dieses, ja, Kontinente umfassende Problem dann halt eben tatsächlich auch Auswirkungen hat auf alles andere, wo Wetter und Klima für Jahre, Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte beeinflusst werden. Das wäre sowas wie das Aussterbeereignis der Dinosaurier. Und dementsprechend ist ganz am Ende der Gerade halt eben auch das Chicxulub-Ereignis eingetragen vor 65 Millionen Jahren. Und wenn man da mal wieder an der Y-Achse abliest, steht da sowas wie alle 100 Millionen Jahre. Jetzt kann man rechnen, okay, ja, Chicxulub war vor 65 Millionen Jahren, alle 100 Millionen Jahre tritt sowas ein. Heißt das dann, in 35 Millionen Jahren kommt der nächste? Nee, so funktioniert Statistik leider nicht. Man muss also, kann jetzt nicht davon ausgehen, bloß weil vor 65 Millionen Jahren einer gewesen ist, bin ich jetzt weitere 35 Millionen Jahre sicher. Das heißt halt eben nur, ja, dass zu jedem beliebigen Zeitpunkt halt eben, diese Wahrscheinlichkeit nach wie vor aber tatsächlich sehr, sehr gering ist. Um das einfach mal einzuordnen, machen wir es mal ganz plakativ zum Abschluss. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir an den Folgen eines Asteroideneinschlages sterben werden? Das haben vor einer ganzen Weile hier mal ein paar Statistiker vom New Economist
zusammengetragen, in dem Falle für die Vereinigten Staaten von Amerika. Also was sind die häufigsten Todesursachen, an denen man in einem gegebenen Jahr sterben kann? Und da ist hier jetzt ganz links eine Skala und aus dem obersten Teil, der da so grau leicht schraffiert ist, ist dann nochmal reingezoomt. Und wenn wir da mal in die Skala reingucken, steht ganz oben in der Liste Heart Disease. Also der Amerikaner stirbt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 467 in einem gegebenen Jahr an einer Herzkrankheit. Als nächstes kommt zusammengefasst alle Arten von Unfällen und Verletzungen. Dann Intentional Self-Harm. Also, ja, klingt jetzt ein bisschen makaber, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich als US-Amerikaner in einem gegebenen Jahr umbringt, ist 1 zu 8.447. Dann kommt Assault by Firearm, also wenn man mit einer Schusswaffe angegriffen wird. Das ist hierzulande in Deutschland wahrscheinlich deutlich weniger wahrscheinlich. Bei anderen Sachen wird das vermutlich ähnlich sein. Also die Herzkrankheiten, die haben wir wahrscheinlich auch. Ja, was gibt es da noch in der Liste? Einfach spazieren gehen. Also irgendwie beim Spazierengehen vom Auto umgefahren werden, aus Versehen an der Ampel oder sowas. Sich verschlucken. Einfach Feuer. Komplikationen bei Operationen. An den Folgen des Alkoholgenusses sterben. Treppe runterfallen. Alle Formen von Naturgewalten, also Blitzschlag, Sturm und so weiter. Beim Fahrradfahren verunglücken. Firearms Discharge, also einfach nur die versehentliche Entladung einer Waffe, ja, fällt auch wieder in die Kategorie passiert hauptsächlich US-Amerikanern. Jetzt kann man da mal hier aus diesem rausgezoomten Bereich rausgehen und da mal hier in der linken Skala weiter untergehen, dann kommt hier Blitzschlag alleine weiter unten. Eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 Millionen. An den Folgen eines Hundebisses sterben, 1 zu 11 Millionen. Und dann steht da Scroll for more. Und das machen wir jetzt mal. Das wird jetzt hier so klein, das kann man bestimmt nicht mehr lesen. Aber ganz da unten am Ende dieser Skala, da ist tatsächlich an den Folgen eines Asteroideneinschlags sterben. Und insofern, ja, ich fürchte, im Moment müssen wir uns deutlich mehr Sorgen über den Coronavirus machen. Und ich würde sagen, in dem Sinne würden wir genau das halt eben tatsächlich, ja, auch tun, uns mehr darauf konzentrieren, im Hier und Jetzt zu leben, als ja, mit Sorge an den Himmel zu gucken. Das ist, denke ich mal, viel, viel praktischer. So, dann schaue ich doch mal, was wir so an Fragen zu dem Thema haben. Grobe Faustformel 1 zu 30. Ja, das mit der Größe des Kraters und des einschlagenden Objektes ist so eine Sache. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Beschaffenheit dieses Objektes hat. Als grobe Faustformel kann man das tatsächlich stehen lassen. Es macht so ein bisschen einen Unterschied, ob das jetzt ja, so eine Art ja, Rubble Pile nennt man das, also so eine Art Schutthaufen, eine lose Ansammlung von Klumpen ist oder ob das zum Beispiel ja, auch sowas hier ist, also ein fester Metallbrocken sozusagen auch. Die haben dann natürlich nochmal ganz andere Oberflächenbeschaffenheiten. Und in dem Sinne, es macht also jetzt gar nicht so sehr Sinn, eine wirkliche Faustformel anzugeben darüber, wie das jetzt ist. Aber im Groben und Ganzen kann man tatsächlich sagen, irgendwie sowas wie 10, 20, 30, 40, 50 Mal, das wird schon so grob hinkommen. Was haben wir noch? Wie viel Vorwarnzeit hätten wir auf der Erde, wenn zwei erdnahe Asteroide-Objekte kollidieren und einer dann auf die Erde zusteuert? Ja, also das ist dann jetzt natürlich schon wirklich beliebig unwahrscheinlich. Also das Szenario, was da gezeichnet wird, ist dann ja tatsächlich sowas wie, ja, wir haben so ein Billard und nach diesem Billard würden die dann in völlig andere Richtungen gehen und einer von denen kommt auf die Erde. Da müsste man sich jetzt erstmal überlegen, wie wahrscheinlich ist dieser Billardzusammenstoß. Sehr, sehr gering. Vorwarnzeit. Nehmen wir jetzt also tatsächlich mal an, dieses extrem unwahrscheinliche Ereignis würde tatsächlich so stattfinden. Das hängt dann natürlich tatsächlich davon ab, ja, stelle ich mir jetzt dann sowas vor, wie danach, nach diesem Zusammenstoß, kommt der direkt auf mich zu, dann wird es schwierig. Wurde dessen Umlaufbahn so verändert, dass der dann vielleicht in ein paar Jahren kommt,
Ja, dann habe ich vielleicht Zeit, mich vorzubereiten. Wenn er sogar erst in ein paar Jahrzehnten kommt, dann reicht es vielleicht sogar, um sowas wie das, was die ESA und auch die NASA im Moment austüfteln, nämlich sowas wie Ablenkungsmanöver mit Hilfe von Raumsonden, die irgendetwas tun sollen, auf dem Asteroiden zu starten. Und das muss man dann halt mal gucken. Also das mit der Vorwarnzeit ist relativ, hängt sehr, sehr extrem davon ab, was genau der Asteroid dann tun soll. Ja, wieso kommen Asteroiden auf dem Asteroidengürtel auf Abwege und in die Nähe der Erdbahn? Tatsächlich ist es so, dass diese ganzen Himmelskörper da in unserem Sonnensystem nicht immer auf ihren Umlaufbahnen ständig gleich bleiben. Das gilt sogar für die Planeten in unserem Sonnensystem. Selbst deren Umlaufbahnen sind nicht hundertprozentig festgenagelt, sondern die Umlaufbahnen der Planeten verändern sich ganz, ganz winzig im Laufe der Zeit. Und das liegt daran, dass die sich gegenseitig beeinflussen. Das ist hauptsächlich Jupiter als der größte, massereichste Planet in unserem Sonnensystem, der ja durch seine starke Schwerkraft dann halt eben auch mal an den anderen Planeten zieht. Da kommen dann auch noch Gezeitenkräfte zum Tragen. Und dann halt eben diese Umlaufbahn ja sozusagen ganz leicht verändern kann. Und bei den Asteroiden geht das halt deutlich leichter. Und dadurch, dass die dann ja halt eben, dadurch, dass die meisten von ihre Umlaufbahn zwischen den von Mars und Jupiter haben, kommen die auch noch mal deutlich, deutlich näher ran als die anderen Planeten an den Jupiter, kann so eine Asteroidenumlaufbahn also vergleichsweise einfach von Jupiter verändert werden. Und dementsprechend, ja, wird die nicht nur verändert, sondern teilweise halt eben auch ja, wirklich ganz, ganz extrem stark geändert. Normalerweise ist es allerdings so, dass sowas eine Art kontinuierlicher Vorgang ist. Das heißt also, der Planet ist ständig da und im Laufe der Zeit wird die Umlaufbahn immer weiter irgendwie so abgedrängt und verändert sich ganz langsam und kontinuierlich. Und solche Zusammenstöße, wie wir sie eben in der anderen Frage hatten, die sind eigentlich wirklich eine absolute Seltenheit. Kommen zwar auch vor, gibt es halt aber auch. Und dementsprechend so ein ganz kleiner Anteil, es sind ja nur sehr, sehr wenige von diesen Asteroiden, die werden dann halt eben von den anderen Planeten ja, so ein bisschen in unsere Gefilde gelenkt. Ja, was haben wir noch? Würde ein größerer Asteroid, der während zum Beispiel der letzten Eiszeit auf das kilometerdicke Eis eingeschlagen hat, einen Krater hinterlassen? Das ist auch nochmal eine spannende Frage. Wir haben uns jetzt ja hauptsächlich Nördlinger Ries, Beringer Krater, Krater angeguckt, die jetzt halt eben auf Landmasse sozusagen gekommen sind. So ein Asteroid kann natürlich auch in den Ozean oder halt eben ja, auf das Eisschild halt eben, auf den Eispanzer der Antarktis oder halt eben ja, sozusagen das Eis der Arktis durchschlagen. Beim Chicxulub-Ereignis ist es ja so, dass das eigentlich vor der Küste passiert ist und dass das gar nicht so richtig ein Landereignis gewesen ist. Es ist natürlich so, dass da dann tatsächlich aber trotzdem auch ein Krater entstanden ist. Es kommt halt immer darauf an, wie groß das Ding ist. Also Eis selber verdampfe ich dann natürlich deutlich einfacher als Gesteinsmaterial. Das heißt, vermutlich wird so ein Eiskrater auch noch mal deutlich größer. Und wenn ich da dann irgendwann in der Antarktis zum Beispiel den Boden wieder erreiche, dann werde ich auch solches Material dann letztendlich wieder haben. Das heißt, auch da können, wenn dann doch irgendwo Boden da ist, Kraterüberreste entstehen. Inwieweit die dann halt aber noch sichtbar sind, weil dann vielleicht hinterher einfach ein Ozean drüber geschwappt ist oder das Eis um mich herum einfach geschmolzen ist danach, weil wie gesagt, wird ja alles heiß. Das sei mal dahingestellt. Die Folgen von so einem Einschlag in der Eiszeit, also die meisten Eiszeiten liegen ja noch nicht so weit zurück, würde man aber genauso halt eben wie beim Nördlinger Ries, was ja deutlich länger zurückliegt, halt eben noch problemlos auch nachweisen können. Übrigens, in kleinem Maßstab ist es tatsächlich so, wenn man heute ja, Kleinsteinschläge, also wirklich Meteoritenfälle, davon profitieren möchte, das funktioniert ziemlich gut. Also kleine Meteorite, die ja, ohne einen großen Krater zu machen, auf Eis fallen, lassen sich sehr, sehr gut finden, gerade jetzt zum Beispiel in Grönland oder eben auch in der Arktis.
denn ja, da gibt es halt eben einfach keine Steine. Und wenn da irgendwas oben auf dem Eis liegt, dann muss das von irgendwo dahin gefallen sein. Das kann entweder ein Vogel von irgendeiner Landmasse dahin getragen haben oder aber es ist aus dem Weltall dahin gefallen. Und dementsprechend, wenn man also in der Arktis oder mitten in Grönland auf dem Eispanzer dort irgendwelche Steinchen findet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das mit einem Meteoriten zu tun hat, gar nicht so klein. Muss man natürlich aber trotzdem erstmal hinkommen, sowohl in die Arktis als auch in die Mitte von Grönland. Ja, Pläne zur Abwehr von Einschlagereignissen. Das ist so eine Sache. Also Fakt ist, sowas à la Armageddon, Deep Impact, Bruce Willis rufen und mal machen lassen, hat man durchdacht, hat man verworfen und hat sich überlegt, da muss was anderes her. Und wie vorhin schon kurz angesprochen, wäre es am besten, wenn ich ziemlich lange im Voraus weiß, dass ich was unternehmen kann gegen so einen Asteroideneinschlag und auch muss, weil der vielleicht dann erst in 50 Jahren oder sowas auftritt. Dann kann ich mir Gedanken machen, schaffe ich es vielleicht, die Umlaufbahn dieses Asteroiden abzulenken? Mit Schwerkraft wird das schwierig, also sowas wie Jupiter können wir nicht einfach so aufbieten. Aber wir können natürlich uns anschauen, was könnte man denn stattdessen anstellen, um die Umlaufbahn von so einem Asteroiden ganz minimal zu verändern. Und vielleicht reicht eine minimale Veränderung schon, dass im Laufe von 50 Jahren das dann ausreicht, dass er dann halt eben diese 50 Jahre später einfach nicht mehr trifft, sondern vorbeifliegt. Es reicht ja einfach schon, dass er einfach nur oberhalb der Erdatmosphäre entlang kratzt und schon haben wir das Problem nicht mehr. Dementsprechend, je kleiner die Vorwarnzeit ist, desto schwieriger wird es. Wenn wir jetzt also tatsächlich so einen Fall hätten mit, da wird jetzt ein Asteroid entdeckt und es ist was Größeres und die Berechnungen sagen, der kommt in einem Monat, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Für die anderen Fälle, dass wir Zeit haben, haben sich tatsächlich die großen Weltraumagenturen ESA, NASA und so weiter halt eben auch zusammengetan. Da gibt es tatsächlich sogar wirklich länderübergreifend auf UN-Ebene ein Komitee, das sich ernsthaft damit befasst. Das ist nämlich durchaus auch eine politische Frage, denn, mal ganz ehrlich, wir stellen jetzt fest, da kommt so ein Asteroid irgendwie vielleicht jetzt nicht riesengroßer Größe, sondern irgendwie sowas wie, schon problematisch, aber würde jetzt vielleicht halt irgendwie ein Land in Schutt und Asche legen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dieses Land sei Russland. Dann sagen sich die Russen, okay, ja, jetzt sorge ich irgendwie dafür, dass ich es schaffe, diesen Asteroiden abzulenken. Und die machen das auch. Dummerweise fällt der Asteroid dann danach auf die USA. Das fänden die dann wiederum nicht lustig. Und dementsprechend, da muss man sich natürlich auch genau koordinieren und genau absprechen. Also das ist tatsächlich auch eine internationale Angelegenheit, wo sich alle einig sein müssen, wer macht da jetzt was, wer entwickelt auch welche Technologien. Testtechnologien, das zu machen, sind tatsächlich in Arbeit. Sowohl von der NASA als auch von der ESA. Und wenn man da bei der ESA mal reinschaut, da wird das vorgestellt, dass man so etwas auch testen möchte. Also sowas wie so eine Art Probemasse abwerfen auf einen kleinen Asteroiden bzw. dessen Mond, um mal zu gucken, ja, wie genau kann ich denn sowas überhaupt kontrollieren, um ja so ein bisschen für den Ernstfall zu proben. Das Problem ist tatsächlich im Moment, über die Planung ist diese Mission im Moment auch noch nicht hinaus. Und dass man für den Ernstfall probt, heißt noch lange nicht, dass man das dann für den richtig großen Ernstfall auch tatsächlich mal so eben machen könnte. Ja, wie oft stoßen Asteroiden im Asteroidengürtel zusammen? Kann man suchen und beobachten, wenn das passiert. Also für die 963.399 kann man versuchen, das zu berechnen, ob die miteinander zusammenstoßen. Das klappt auch bis zu einem gewissen Punkt. Also auf den Meter genau kann man das normalerweise dann nicht berechnen, ob die nicht dann vielleicht doch aneinander vorbeischrammeln. Aber auch da kann man dann natürlich versuchen auszurechnen, ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei treffen. Man hat das auch tatsächlich mal geschafft, mit dem Hubble-Weltraumteleskop dann sowas zu beobachten, so einen Zusammenstoß zwischen zwei Asteroiden. Das ist nämlich gar nicht so leicht zu sehen. Also ein kleines Teleskop von der Erde reicht für sowas nicht. Die Asteroiden sind ja im Vergleich zu ihrer Größe viel zu weit weg, als dass ich das mit einem kleinen Teleskop oder gar mit einem Fernglas sehen könnte, wenn da in mehrfachem Abstand Erde-Sonne irgendwas von vielleicht ja ein paar Metern oder ja, lass es 100 Meter sein,
im ganz extremen Falle zusammenstößt. Also das zu sehen, da hat man dann tatsächlich auch das Hubble-Weltraumteleskop gebraucht. Also sowas passiert tatsächlich auch nicht allzu häufig. Das ist übrigens ein typischer Denkfehler auch bei Science-Fiction-Filmen. Sieht man ja sehr häufig, nicht wahr? Also da fliegt so ein Raumschiff durch so einen Asteroidengürtel und muss ständig den Asteroiden ausweichen. Das ist in Wirklichkeit gar nicht so. Unser Asteroidengürtel ist verdammt leer. Das hat dieses Tortendiagramm so ein bisschen versucht darzustellen. Die meiste Masse war in diesen Vieren. Und die allermeisten anderen von diesen fast 1 Million, die sind winzig, winzig klein und haben nur ganz wenig Masse. Das heißt, auch wenn ich mich mitten im Asteroidengürtel drin befinde, ich sehe keine Asteroiden um mich herum und muss denen auch nicht ständig ausweichen. Und in dem Sinne ist das also tatsächlich sehr, sehr selten. Okay, wenn es dann weiter keine Fragen gibt, dann würde ich sagen, schaut doch vielleicht auch nochmal bei den Sachen rein, die ESA zum Asteroid Day gemacht hat. Schaut mal generell halt auch auf der Asteroid Day Webseite, was es da noch so alles gibt. Da ist vieles auf Englisch, aber gerade bei der ESA zum Beispiel gibt es auch Sachen auf Deutsch, wo man mal reinschauen kann, viel an Videomaterial, halt eben auch spannende Sachen, die man zum Beispiel einfach mal ausprobieren kann, so wie das kleine Experiment, was ich da vorgeführt habe. Und ja, dann haben wir natürlich noch die Vorschau auf das, was da nach mir kommt, sprich übermorgen, haben wir einen echten Astronauten. Claude Nicollier, zwar mittlerweile als Astronaut im Ruhestand, aber immerhin einer derjenigen, der mit dem Space Shuttle mehrfach mitgeflogen ist und ja auch die Gelegenheit hatte, selber Hand an das Hubble-Weltraumteleskop zu legen, unter anderem dieses auch entscheidend zu reparieren, als das am Anfang so ein bisschen nicht so richtig so funktionieren sollte, wie es sollte. Der wird uns darüber berichten, wie man halt eben genau das gemacht hat.